Ja, hallo. Hier ist er wieder, der Holger aus Sachsen. Ja, die Mieze Katze ist satt. Die hat gerade was zu fressen gekriegt. Und den Napf total leer gemacht. Die wird hier auch immer von den vielen aus der Gartenanlage gefüttert. Und ja, ich war jetzt schon lange nicht mehr draußen. Gestern war ich draußen, da habe ich ein bisschen was gemacht. Und hier ist schon was zu sehen. Hier, das ist praktisch mein Winterlager. Für sozusagen Bonsai-Projekte. Aber naja, wie gesagt, mehr oder weniger Spielereien. Aber aus einer großen Auswahl. Alles, was man so ausgegraben hat, wird in Töpfe eingepflanzt. Ja, hier ist noch was. In den großen Topf praktisch, das sind hier Heidelbeeren. Die habe ich umgetopft. Das war im Herbst noch. Habe ich das gemacht, die drei Töpfe, neue Erde rein. Also ne, den hier nicht, der hier vorne, der ist hier geblieben. Aber die anderen zwei und der hier, der dritte. Ja, gut. Das soll ja mal meine Bonsai-Ecke werden. Das ist praktisch so eine kleine Mauer. Steinmauer, trocken. Mauer oder wie man es nennen will. Ja, und hier mein Hochbeet. Da habe ich in der Mitte auch solche Bonsai-Projekte versenkt, sozusagen. Vor Frost geschützt. Ja. Schauen wir mal, ob da noch was rauskommt dieses Jahr. Aber manche, die fangen schon an, ein bisschen die Knospen zu schieben. Ja. Und hier sind, wie gesagt, auch ein paar kleinere Sachen noch drin. Ne? Ja, da habe ich noch eine Menge zu tun. So, hier geht's weiter. Das ist jetzt auch mein kleiner Überlaufteich. Da werde ich jetzt die ganzen Pflanzen zurückschneiden, Wasserpflanzen, und weil das wird wohl bald losgehen, wenn das jetzt wärmer wird, dass die dann alle austreiben. Ja, dann geht's weiter und dann kommen wir praktisch, ja, der Filter ist noch eingepackt mit Styrodur. Den Fischen, den geht es soweit gut. Gestern habe ich die Pumpe sauber gemacht, weil ich gemerkt habe, da ist da haben sich ja Algen und so verfangen in dem Pumpenzahnrad praktisch. Und da war die Wasserflussmenge nur noch halb so viel, für was ich jetzt habe. Jetzt läuft es wieder wunderbar. In dem Zusammenhang habe ich gleich die UV-Lampe reingemacht, weil über den Winter brauchst du die ja nicht. Obwohl ich sagen muss, diese UV-Lampe, die ist jetzt schon 3 Jahre alt, da muss ich mal neue, also auswechseln. Die hat dann, wie gesagt, nicht mehr den hohen Effizienzgrad. Ja, hier habe ich vorhin schon mal probiert, da war so eine Pappel. Praktisch hier rausgewachsen, neben den Überlaufteich. Und das habe ich dann hier rübergelegt, mit Erde reingemacht. Und da wollte ich mal so wie eine Art Floßform. Und da werde ich dies schon dann im Frühjahr anfangen zu verschneiden. Und da will ich mal gucken,
ob da schon Wurzeln getrieben sind. Wenn das der Fall ist, dann kann ich das hier praktisch abschneiden. Wo genau, weiß ich jetzt noch nicht, aber wahrscheinlich dort, wo der erste Ast rauskommt, dass da vielleicht dann, ja, wie so eine Kaskade draus wird oder was, müssen wir mal gucken. Ich weiß es noch nicht so richtig. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen wollt, würdet. So. Die Weide, die hatte ich ja, wie gesagt, vor 3-4 Wochen hatte ich die mal zurückgeschnitten. Weil die darf hier eigentlich gar nicht stehen. Aber ich bin der Meinung, eine Weide gehört in jeden Garten, weil das ein nützlicher Baum für die Pflanzen, nicht für die Pflanzen, für die Bienen sind und Insekten, weil das so ziemlich das Erste ist, was blüht. Aber wie gesagt, ich kann mich da noch nicht so richtig entscheiden, die komplett rauszumachen. Und wie gesagt, da habe ich jetzt einen richtig radikalen Rückschnitt gemacht. Man sieht jetzt hier gerade, ja, große Äste gekürzt, damit die mir nicht über den Kopf wächst. Und ich von unten ohne Leiter noch halbwegs rankomme. Ne? So, das werde ich noch zurückschneiden müssen, hier unten das. Weil das, die treibt ja von unten wie verrückt immer jedes Jahr aus. Das werde ich noch machen. Aber was ich eigentlich noch sagen will, ist, den Zaun, den will ich ja noch wegmachen, damit ich besser mit dem Rasenmäher klarkomme. Da dahinter den Zaun auch. Aber ich habe die Kopfenden von der Weide einfach mal hier ins Wasser gesteckt. Also das ist eigentlich feiner Sand. Und der hat sich über den Winter über mit Wasser gefüllt. Und da habe ich die einfach reingesteckt. Und ich gehe sogar davon aus, dass diese Dinger hier, die Stumpen, hier sieht man es, bestimmt Wurzel treiben. Also die Blüten, die kommen schön. Hier sieht man es. Stellt er nicht richtig scharf. Vielleicht macht er es hier. Macht er auch nicht. Naja, man sieht es ein bisschen. Überall treibt es jetzt hier aus. Mal sehen, vielleicht klappt es hier besser. So ein Abschnitt. Nee, er will es einfach, will er nicht. Na gut. Wie gesagt, mit der Kamera in der Hand ist das wahrscheinlich zu wackelig. Aber das wird immer ein Projekt werden. Den lasse ich drinnen und lasse den dies schon durchwurzeln. Irgendwann wird er das Wasser bestimmt mal alle sein. Dann muss ich anfangen mit Gießen. Und da werde ich maximal noch ein bisschen, wenn das jetzt lange Triebe sind, das ein bisschen wegschneiden. Aber nächstes Jahr dann werde ich, wenn das klappt, was ich mir so erhofft habe, die dicken Dinger separieren. Das sind das jetzt drei Stück sind das. Das könnten sogar vierer sein. Hier, das könnten nur zwei sein hier. Der hier und der hier, also vier solche dicken, das mal so als kleiner Anteaser. Mal sehen, was daraus noch wird. Ja, es ist noch nicht das Einzige, was jetzt schon blüht. Der blüht auch schön. Ja, das ist so das Erste, was wir blüht. Und die Schneeglöckchen, die kommen ja natürlich in meinem Garten überall aus dem Boden. Da hinten sind ja viele. Ja. Und hier vorne
überall. Da habe ich ein bisschen Plani gemacht, aber es wird noch Rasen kommen, dies schon. Das will ich ein bisschen einfacher für mich gestalten, damit ich schön ringsum mähen kann. Und da habe ich es relativ schnell im Griff. Das kriege ich ja noch hin mit dem Rasenmäher. Das ist wie Kinderwagen fahren. Ja, so. Hier habe ich ein paar Erdbeeren gemacht. Voriges Jahr noch. Das ist auch so eine Trockenmauer hier, da brauche ich mich nicht so sehr zu picken. Das klappt ganz gut. Ja. Die ersten Narzissen, die kommen jetzt auch schön. Wird nicht mehr lange dauern. Hier kommt meine Kompostecke. Und wie gesagt, mit den Weiden. Jetzt fangen die an zu blühen, obwohl ich die vor 4 Wochen oder 3, 4 Wochen abgeschnitten habe. Aber naja. Hier ist der Rest. Die muss ich jetzt noch klein schreddern, häckseln. Ja. Ich lasse erstmal noch ein bisschen blühen. Die langen Schweben hier, die habe ich schon im Herbst mal abgeschnitten. Und den Rest habe ich praktisch jetzt im Frühjahr gemacht. Wie gesagt, bei mir ist das ja immer so eine Sache, wie ich mich gerade mal fühle. Manchmal klappt es, da kann man ein bisschen mehr machen und manchmal eben nicht. Und da kommt es, wie gesagt, immer mal zu Zwangspausen. Ja, wie gesagt, das war dann hier alles schön aufgereimt. Da habe ich dann wieder ein bisschen mehr Platz. Komposthaufen wird dann immer größer. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Viele Grüße aus dem Garten. Hier haben wir schon die ersten Aprikosen. Die kommen bald raus. Naja, wenn es dann nochmal kalt wird, dann frieren die halt weg. Da haben wir halt ein bisschen Pech. Ist zwar ein bisschen geschützte Ecke hier, aber naja, gut. Bis dahin. Viele liebe Grüße vom Holger aus Sachsen.